Willkommen zurück zu Die Magie der Ultras. In unserer heutigen Folge tauchen wir in eine der provokantesten und kreativsten Traditionen der Ultraszene ein, das Präsentieren von gestohlenem Fanmaterial rivalisierender Fangruppen. Von geklauten Bannern bis hin zu Schals und Fahnen, die Art und Weise, wie Ultras ihre Beute stolz zur Schau stellen, ist oft genauso unkonventionell wie ihre Aktionen selbst. Seid dabei, wenn wir einige der kühnsten und überraschendsten Präsentationen dieser Trophäen aus den letzten Jahren unter die Lupe nehmen. Eine der kreativsten Aktionen der jüngsten Vergangenheit ereignete sich im Rahmen des Leipziger Derbys im Bruno-Plache-Stadion. Die Chemie-Ultras präsentierten im Gästeblock eine Pinocchio-Figur mit einer blau-gelben Mütze, den Farben des verhassten Rivalen Lok Leipzig. Besonders auffällig, die Nase der Figur wurde immer länger, bis schließlich die Frage enthüllt wurde: Ihr wollt Geschichten neu erzählen? Diese Provokation richtete sich direkt an die Lok-Fans. Anschließend präsentierten die Chemie-Ultras eine Sammlung gestohlener Lok-Fan-Artikel, die im Gästeblock zur Schau gestellt wurden. Schließlich gipfelte die Aktion in der Verbrennung dieser Fan-Artikel. Die Idee, gestohlenes Fanmaterial in Choreografien zu integrieren, ist nicht neu. Bereits 2015 setzten die Subtras Rostock bei einem Heimspiel gegen Energie Cottbus auf eine ähnliche Aktion. Damals präsentierten sie eine eindrucksvolle Choreografie, die einen Kampfhund zeigte, der Fanmaterialien zahlreicher Vereine zerfetzte, welche in der sogenannten Hansa-Zone erbeutet worden waren. Im Jahr 2024 führten die Subtras diese Tradition fort, als sie beim Heimspiel gegen den Karlsruher SC erneut gestohlene Schals verschiedener Vereine präsentierten, die in eine beeindruckende Choreografie eingebunden wurden. Zunächst war vor der Südtribüne der Schriftzug „1000 Feinde, keine Freunde“ zu sehen. Im zweiten Teil der Choreografie änderte sich der Schriftzug, den die vermummten Hansa-Fans auf ihren Schals präsentierten, zu „So knüpft man Allianzen“. Dieser neue Schriftzug bestand aus Schals, die zuvor von den Rostocker Ultras bei verschiedenen Vereinen erbeutet worden waren. Ein weiteres Beispiel für die kreative Nutzung von erbeutetem Fanmaterial fand 2019 im Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund statt. In der Nordkurve Gelsenkirchen tauchte eine riesige Blockfahne auf der der Schriftzug „Südtribüne“ verkehrt herum dargestellt war. Besonders brisant, die Buchstaben dieser Fahne waren aus gestohlenen Fahnen der Dortmunder Fans zusammengesetzt. Unterhalb der Blockfahne präsentierten die Ultras Gelsenkirchen zudem weitere erbeutete Fanartikel von BVB-Fans, darunter Fahnen aus den Dortmunder Stadtteilen Sölde und Fulda. Später hing am Vorsängerpodest der Nordkurve zudem noch ein Stück Stoff mit der Aufschrift „Desperados Dortmund“. Im Jahr 2024 setzten die Nürnberger Ultras eine neue Idee um, die bei einem Auswärtsspiel gegen den SV Wien Wiesbaden für große Aufmerksamkeit sorgte. Sie präsentierten ein Spruchband mit der Aufschrift „Neue Fahne, neues Glück, alles gut zum 10-Jährigen". Besonders auffällig war, dass drei Buchstaben dieses Spruchbands aus Teilen einer im Jahr 2011 gestohlenen Südkurvenzaunfahne, Herz und Seele unseres Vereins, des FC Bayern München, bestanden. Neben gestohlenen Zaunfahnen spielten auch Schals eine Rolle in der kreativen Ultrakultur. Ein markantes Beispiel gaben die Ultras des Dynamo Dresden, die im Jahr 2023 beim Spiel gegen Rot-Weiß Essen im K-Block ein Spruchband enthüllten. Der Slogan „Den Wessi-Ultras aufs Maul“ war aus einer Vielzahl von gestohlenen Schals verschiedener deutscher Fußballvereine zusammengesetzt. Diese Aktion wurde schnell durch ein weiteres Spruchband ergänzt, das sich explizit auf die Wessi-Ultras bezog und ebenfalls aus entwendeten Schals von Essen und deren Freunden aus Dortmund bestand. Die Wurzeln dieser kreativen Nutzung gestohlener Schals gehen zurück auf die Saison 2003-04. Damals wurde eine Zaunfahne, die aus Schals westdeutscher Vereine gefertigt war, erstmals beim Auswärtsspiel gegen den Wuppertaler SV präsentiert. Diese Fahne trat in den folgenden Jahren mehrfach in Erscheinung, unter anderem bei Spielen gegen Hannover 96, Eintracht Frankfurt und erneut gegen Rot-Weiß Essen. Die Ultras von Chemie Leipzig haben ebenfalls eine beeindruckende Tradition der kreativen Provokation. Bei ihren Derbyspielen gegen den FC Lok Leipzig zeigten sie stets ein Spruchband mit dem provokanten Slogan „Gruppo Anti-Lok“. Dieses Banner war aus gestohlenen Schals der Lok-Fans gefertigt und trug sowohl den Namen als auch das Logo des ursprünglichen Vereins VfB Leipzig.
Ein weiteres eindrucksvolles Beispiel für die kreative Nutzung gestohlenen Materials fand beim rheinischen Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln im Jahr 2019 statt. Die Gladbacher Ultras täuschten vor, die gestohlene Zaunfahne der Boys Köln zu präsentieren. Stattdessen zeigten sie jedoch eine nachgemalte Fahne mit der Aufschrift Toys. Zunächst wurde nur der Buchstabe Z gezeigt, um die Fans aus Köln in die Irre zu führen, bevor das gesamte Banner gezeigt wurde. Doch im Jahr 2022 präsentierten die Gladbacher Ultras die echte gestohlene Beutz-Zaunfahne und zerrissen sie anschließend. Dies war die zweite Folge unserer Serie Die Magie der Ultras. Freuen Sie sich auf die nächste Folge in der nächsten Woche, in der wir Ihnen spannende Einblicke und kreative Aktionen aus der deutschen Fanszene vorstellen.